Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr habt es im Bildchen gesehen, wir maxen ein Rathaus 8, aber nicht irgendein Rathaus 8, sondern es ist endlich der Toto. Der Toto geht endlich mal hoch. Es hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert und ich war jetzt auch mit mir am Hadern, aber so ein bisschen bringt ein Supercell auch immer mit ihren Items in den Zugzwang, dass du etwas tust, denn ich hatte einen Hammer ja in den letzten Event zu bekommen, aber ich hatte noch einen Hammer in der Magical Chest und den habe ich jetzt dafür genutzt, um das Rathaus hochzukloppen. Ist schon 2 Tage her, ist aber auch egal. Ich habe das jetzt mal so stehen lassen, weil ich bin dann erstmal raus aus dem Account. Also wir haben hier einen Hammer, wir haben hier ein Rathaus 8 und wir haben 3500 Gems und ich würde sagen, die hauen wir erstmal auf den Kopf. Also die legen wir erstmal um, würde ich sagen. Die Gems hier, nämlich in, wo ist das Zeug eigentlich? Ich glaube, es ist hier bei Ressourcen. Bei den Ressourcen. Und ihr habt mir das, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Kauft ihr mal die Bauarbeiter? Ja, die kaufen wir jetzt auch nach. Also haben wir erstmal hier in den Sack den 4. Bauarbeiter. Und dann sind wir schon mal 1000 Gems hier los. Und dann holen wir uns auch den 5. Da Riss und der, die laufen unter Ressourcen. Dann holen wir uns auch den 5. hier. Und dann sind wir auch maximal bestückt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal 5 Bauarbeiter und nur noch 517 Gems. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber ihr habt das bestimmt schon gemerkt. Ich habe hier noch nie Nachtdorf gespielt. Das heißt, ich komme noch zu dem einen oder anderen Gem hier. Aber vorher, bevor wir jetzt überhaupt hier irgendwas rausbringen in diesem neuen Dorf, würde ich sagen, holze ich jetzt eben mal die vielen Büsche hier ab. Das ist fürchterlich langweilig, deswegen mache ich euch das mal ein bisschen schneller. Ja, Mikro muss ich auch wieder machen. So, okay. Wir haben jetzt alles abgeholzt, was abzuholzen geht. Allerdings, ich hab keine Schaufel. Das ist ein bisschen schade, denn den würde ich ganz gerne an den Rand setzen hier. Alles andere habe ich hier jetzt, glaube ich, so ein bisschen von der Base befreit, um jetzt hier die ordentlichen Sachen hier rauszuballern. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel in meinen Gold- und Elex-Lagern. Dann müssen wir die mal eben befüllen. Und dann hauen wir mal raus, so ein bisschen, was, glaube ich, geht. Was geht eigentlich bei Rathaus 8? Wir gucken mal Decorations. Na. Ressourcen, okay. Oh, dunkle Kaserne, Spell Factory. Oh, oh, oh. Okay, die laufen nur 10 Sekunden. Dann nehmen wir den erstmal. Also mal schauen. Ich habe es jetzt auch schon, auch das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht hier, was es hier eigentlich an neuen Sachen jetzt gibt. Und die gilt es natürlich jetzt erstmal hochzuleveln. Mal sehen. Wir haben heute den 3., 2., wie lange das so dauert, bis der hier auch maxed ist. Ich muss ihn dann nur bespielen. Oh, der dauert 12 Stunden. Okay. Defenses, was haben wir da? Da haben wir viele Mauern. Da haben wir einen Bogiturm hier. Dieses Klappergestell. Wie der Olli immer so sagt. Klappergestell. Ressourcen lassen wir aus. Und die haben alle längere Bauzeit. Die lasse ich auch erstmal aus. Ich nehm erstmal das, was jetzt nicht so lange Bauzeit hat. Hiervon kriegen wir 2 Stück. Okay. Und von den Traps, was kriegen wir hier noch für Traps rein? Ah, wir kriegen Luftminen hier rein. Okay, und wir kriegen hier, ja, die Fallen haben keine Bauzeit. Das ist eigentlich das Coole. Non, 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 ihr seht das hier. Deswegen kann ich die direkt mal rausballern. Das ist ganz schick. Ich weiß nicht, macht ihr das genauso immer, so wie ich hier jetzt vorgehe? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare packen. Oder macht ihr hier so jeden Tag ein Stück? Das war jetzt nur eine Luftbombe, eine Luftmine. Und dann haben wir hier noch die Skelettfallen. Da haben wir 2 Stück von. Okay, die sind ganz neu. Alles klar, das haben wir erstmal rausgeballert. Und wir haben ja immer noch ein bisschen was über. Wir haben 5 Bauarbeiter. Das ist richtig schick. Was haben wir denn noch hier vergessen? Defenses. Ah ja, okay. Das wird ein bisschen dauern, bis ich die raus habe. Da muss ich mal sehen, wie ich die mache. Aber ihr wisst, dass ich immer alle Mauern mache. Und deswegen nehmen wir die auch mal. Wollen wir denn hier mal jetzt richtig Platz für Mauern? Wollen wir richtig Platz für Mauern hier? Hier hinten haben wir richtig Platz für Mauern. Dann, das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Ich nehme immer ganz, ganz gerne hier den Stein. Den lasse ich immer echt gerne liegen hier. Ja, mal sehen, ob das hier ganz rumgeht. Auch da der Glücksbaum, da habe ich auch nur einen von. Den würde ich auch ganz gerne
eigentlich auch ganz gerne abbauen. Der geht noch, okay. Und mal sehen, wie viel denn... Oh, das war eine ganze Masse an Mauern. Donnerwetter. Das war eine ganze Masse an Mauern. Die wollte ich jetzt hier hinten hinbauen. So passt das erstmal. Und wir brauchen immer noch nicht nachfarmen, sondern ich habe gedacht, wir stoßen hier mit einem Bauarbeiter, denke ich mal, 1800 in den Sack gehauen. Stoßen wir das Ding erstmal an. Ich nehme jetzt keinen Hammer. Ihr seht, ich habe unten einen Hammer. Das wird sich jetzt nicht wirklich lohnen. Aber was sich natürlich wirklich lohnt, ist hier die dunkle Kaserne, glaube ich, rauszubringen. Denn das ist jetzt die zweite dunkle Kaserne. Dann geht es mit den dunklen Truppen ein wenig schneller, würde ich sagen. Die dauert auch nur 2 Tage. Was haben wir noch so an... Ah, wir haben noch ein bisschen Ressourcen. Gott, bist du langweilig heute, Toto. Ja, aber wir kommen auch noch ein bisschen zu Clash of Clans hier. Und wir hatten ja am Wochenende einen Livestream. Hat mich mal wieder gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch gefreut. Den 12 Stunden kommt. Wir gehen gleich rein hier. 12 Stunden, den hauen wir hier in den Sack. Dann haben wir noch ein bisschen Gold über, haben immer noch einen Bauarbeiter frei. Das ist wirklich, wirklich nett. Und was kann der denn eigentlich noch tun? Defenses, ah komm, der soll mal eine Defense bauen. Welche Defense brauche ich am längsten? Diese brauche ich am längsten und kostet am teuersten. Denn ich bespiele diese Dörfer nicht so oft. Das heißt also, wenn ich das nächste Mal komme, habe ich wieder 5 Bauarbeiter frei. Das wird einfach so sein. Jetzt sind wir aber mal so wirklich blank. Und hier haben wir jetzt auch nichts mehr. Oh, wir haben hier immer noch was drin. Okay, jetzt machen wir es wirklich mal leer. Die war jetzt schon etwas länger nicht leer. Also hauen wir mal rein hier in den Sack. Ein bisschen Farm mit Drachen. Ist ja auch ganz schick. Und jetzt geht hier natürlich ein bisschen was. Ich finde es immer schön, dass es auch solche Rathaus 8er gibt. Also ich bin ja jetzt auch Rathaus 8 und muss jetzt Rathaus 8er angreifen. Aber ich habe nur 2er Drachen. Die nehmen wir trotzdem mal mit, denn der hat echt mal schlechte Luftabwehr hier. Was heißt schlecht? Er hat Luftabwehr, die noch nicht so stark ausgebaut ist, aber er hat einen ganz gut postierten Feger hier. Und ich habe nur 2er Drachen, also erste Priorität ist Labor hoch, Drachen machen. Labor hoch, Drachen machen, ich denke, das ist so die erste Prio, die wir in jedem Fall haben. Und das möchte ich auch möglichst schnell erreichen, denn im Rathaus 8 Bereich greifst du, irgendwas juckt mir hier an der Nase, greifst du mit Drachen an und deswegen ist das so ein bisschen Prio, also bevor ich hier den ersten Go-Vibe dann lostrete, wird sicherlich ein bisschen dauern. Ich habe hier Loons in der Clanburg, das ist schick. So, hier einmal 2 hintergesetzt und das ist jetzt erstmal Lot. Ja, das ist erstmal Lot. Mal sehen, ich denke, ich werde hier mit Kobolden weiter farmen, denn in der Liga, wo ich hier so rumeier, da kann man sicherlich mit Kobolden nach wie vor ein wenig weiterfahren. Nehmen wir noch hier einmal den Wut. Der hat auch ein nettes Dunkles hier in der Mitte. Und die 2er Drachen, ihr seht das hier, wenn die Luftabwehr nicht so prall ist, dann kommen die auch schon ganz schön weit. 1er, ich denke mal, das sind 1er Tesla-Spulen da. Die sind auch nicht so prall und den... Na, ich will mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber den nehmen wir gut mit hier. Also gelingt der Einstand schon mal, erster Angriff als Rathaus 8 hier, die Bauhütte nicht vergessen, Toto, nein, gibt ja auch eine Bauhütentati, ich glaube, die habe ich aber schon. Und die nächsten Angriffe werden sicherlich mit Kobolden sein, mit Riesen, ich muss da mal gucken, wie ich es halt passend habe, aber ich würde dann schon als erstes tatsächlich das ganze Elex vermutlich hier in die Drachen reinballern. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier einen Hammer nehme oder sowas, denn ich habe ja noch so ein bisschen an Marken da. Ich habe hier zwar noch nie Liga gespielt, aber ich habe ein paar Marken da und ich habe, geil, Toto, super, keine Truppe. Naja, ich habe schon eine Idee, wie wir es machen, also wie wir hier weitermachen in dem Dorf, und die Wartezeit überbrücke ich jetzt einfach mal, denn ich hatte eben, glaube ich, kurz mal das Thema Stream angesprochen, also war wieder sehr, sehr nett am Samstagabend. Vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich da wart. Es hat mich wirklich mal wieder super gefreut und ich gucke meinen eigenen Stream ja immer noch mal, manchmal auch ein paar Szenen 2-3 Mal, um da mal zu gucken, was war da eigentlich so genau. Und ich habe natürlich wieder viele Kommentare verpasst, obwohl ich jetzt meine Begrüßungsbots schon alle aus habe. Verpasst man natürlich trotzdem ein bisschen. Ich will ja auch ein bisschen Clash of Clans spielen und beides geht halt nicht. Was ich aber bemerkt habe, muss ich sagen, meine Playlist, ich nehme ja ausschließlich copyright-freie Musik in die Streams rein. Das heißt also, in der Regel irgendwas Free Audio, YouTube Library oder was auch immer. Da ist aber auch so das ein oder andere Stück, habe ich gemerkt, ist
grenzwertig, also sehr langweilig. Ich werde da meine Playlist jetzt wirklich mal ein bisschen quer hören. Aber das sind auch richtig viele Files mittlerweile. Ich glaube, das habe ich auch noch nie erzählt, wie ich da eigentlich die Mucke immer reinnehme. Ich nehme immer den VLC-Player, den nehme ich halt mit in den Stream rein. Und an Musik ziehe ich das, was hier YouTube mir hergibt und auch Soundcloud und überall, wo es halt copyrightfreie Musik gibt. Und ziehe das teilweise aus den Videos einfach raus. Das heißt also, konvertiere einfach das MP3 raus aus dem Video und das schmeiße ich dann einfach immer in den VLC-Player rein, sage einmal speichere meine Wiedergabeliste und dann erweitere ich immer so ein bisschen so meine Playlist. Aber ab und zu, ja, landet da dann auch mal ein Song drin oder ein Stück drin, oh, die wirklich da nicht reinpassen. Die werde ich löschen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen an der Sache hier. Oh, schöner Angriff, muss ich sagen. 11 auf 11 hier. Und denn das geht gar nicht. Das würde mich auch so ein bisschen ärgern, wenn ich im Abspann, die Abspannmusik war ja grauenhaft, wo ich die Kamera aus hatte. Ich habe das dann später erst gehört. Leute, das müsst ihr mir auch sagen, wenn das Stück scheiße oder langweilig ist, einfach mal sagen, Musik skippen oder vielleicht lasse ich mir da auch mal irgendwas anderes einfallen. Aber ich kenne eigentlich nichts anderes und für mich ist das Praktikabelste, so ein bisschen Hintergrundmusik hier in den Stream reinzubringen. Alles andere, glaube ich, hat ganz gut gepasst. Wir hatten keinen Ausfall, wir hatten kein Licht, doch ein kleines Lichtproblem hatten wir, haben wir gleich am Anfang abgestellt. Passte also, schön gemacht hier vom Max. Wir sind hier in der Liga auch gut unterwegs, haben den ersten Krieg hier, das seht ihr, haben wir grün gewonnen und jetzt machen wir aber im anderen Dorf erstmal weiter. Was mir aber aufgefallen ist und euch wahrscheinlich auch, je nach Liga, wo man halt so rumeiert, hat man hier die Hintergrundfarben immer schön anders. Finde ich eigentlich ganz gut. So kann man immer sehen, ah, die Weißen sind wohl in der Liga, die Pinken hier oder die Lilan sind in der Liga. Finde ich ganz schick. Und zwar machen wir das Ganze wie folgt. Wir gehen einmal in den Shop und holen uns doch zwei Hämmer. Ich meine, ich habe hier noch nie einen Liga-Angriff gemacht, aber habe trotzdem 314 von den Marken. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal so einen Hammer hier mit und den Hammer, ja, den Buildings-Hammer, ne, den brauchen wir. Spells brauchen wir nicht, Heroes brauchen wir nicht. Ne, wir nehmen den. Wir nehmen die beiden Hämmer, aber ich glaube, ich habe eine kleine Vorahnung. Ich gucke mal, ob man den Hammer überhaupt benutzen kann. Ich glaube, den kann man nicht benutzen, oder? Ja, ist so klar. Ach so, instantly. Doch, warte mal. Ah, ich brauche einen Bauarbeiter. Okay. Ah, ja, scheiße. Bauarbeiter, ich glaube, es ist... ja, komm, den nutzen wir mal. Ich glaube, dadurch habe ich mir jetzt gerade den Bohrer freigepumpt. Ich glaube, der lief am wenigsten. Na egal, so ein paar Ausgaben müssen wir halt haben. Und damit ich auch gleich wieder kriegsfähig bin, hauen wir uns den Drachen hoch. Der Drachen ist hier, der ist einfach Priorität. Wir haben 3er Drachen. Super, damit kann ich auf jeden Fall in den Clan kriegen, gleich wieder mitrocken. Also den haben wir uns schon mal freigespielt und haben hier, wir haben noch keinen Erfolg. Schade, die Gems müssen jetzt wieder rein, Leute. Das geht gar nicht. Okay, wir brauchen nicht mehr gewinnen, wir brauchen nur Ressourcen. Also, nehmen wir den hier mit. Und ich habe nur, ja, tolle Wurst. Ich hab mal genau 6 von den Riesen hier. 6 Riesen. Wieso habe ich nur 6 Riesen dabei? Ich müsste eigentlich, ja, wahrscheinlich habe ich noch ein paar in der Clanburg. Also, ich will jetzt erstmal das Elex nachfarmen, damit wir zu den Drachen den passenden Zauber haben. Also Blitzzauber ist natürlich nicht schlecht, aber ich benutze ihn doch dann eher selten. Und deswegen habe ich gedacht, nehmen wir mal den Heilzauber, den Heilzauber, alles klar, Toto. Wir nehmen den Haze-Zauber, also den Wutzauber als nächstes, denn die Kombi passt dann schon wieder und der läuft, glaube ich, auch relativ lange. Also zumindest länger als viele andere Sachen, aber der hat auch richtig viel in den Lagern, beziehungsweise, ja doch, der hat ganz schön viel in den Lagern. Wir müssen in die Base rein, Leute. Wir müssen in diese Base rein. Deswegen setzen wir hier mal unsere Riesen. Jetzt haben wir auch kein Lager mehr. Die Riesen sind jetzt etwas besser und wir sind hier, ja, wir sind so halb in der Base. Okay, wir sind so halb in der Base. Ein paar Bogenschützen dahinter. Und, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt noch irgendwie so ein Lägerchen kriegen oder sowas. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr funktioniert. Mal sehen, die Barbaren hier jetzt so ein bisschen in Wut. Und den King hier einmal gezündet und die hier auch noch mit rein. Ah ja, okay, da so ein kleines bisschen geht da ja noch. So ein ganz kleines bisschen. Wenn auch nicht super viel, aber es geht zumindest so ein bisschen was. Einmal ein Heilzauber hier gesetzt. Ja, passt. Passt so. Und
Den dunklen Pott kriegen wir leider nicht. Da schießt jetzt der Minenwerfer drauf. Bam, bam, bam. Alle drei Toter. Ja, super. Ist aber nicht so schlimm. Haben wir ein bisschen was gespart. Hier hauen wir nochmal einen Wut rein. Und, oh, wir könnten noch gewinnen. Oh, wir können noch gewinnen. Die schaffen das Rathaus. Also, coole Sache hier. Da kriegen die womöglich auch noch den dunklen Potter. Ja, alles klar. Okay, so kann man es machen. Also ich habe mich jetzt ein bisschen gesputet. Aber egal, wir haben die 3 Mille jetzt auf jeden Fall. Der Wutzauber ist ja ein Zauber, der jetzt von Rathaus 8 bis Rathaus 12 durchgängig maxed out dann ist. Also er ist dann fertig, den brauchen wir nie wieder anfassen. Und deswegen machen wir den auch zum Abschluss hier. Ich hoffe, so ein bisschen Rathaus 7/8 hat euch gefallen. Also für 3 Mille eine Woche dauert er auch nur. Okay, eine Woche, den lassen wir jetzt mal laufen. Jetzt müssen wir in jedem Fall ein bisschen was tun. Ich springe jetzt auch auf die anderen Dörfer. Hat euch die Folge gefallen, lasst mir einfach ein Like da und dann sehen wir uns in dieser Woche wieder. Bis dahin, euer Toto. Clasht.